hören. Oh, nein, nein. Ab zur Base. Ach, ich hab. Scheiße, ich hab ja keinen Marker gesetzt. Oh, mein Wheel ist kaputt. Und dein Rad ist kaputt? Mein Fahrrad ist kaputt. Cooler Typ. Ja, wir sind gerade durcheinander gefahren. Durchgefahren. Okay. Fuck. Noch sind wir in der Safe Zone, oder? Ja, ich hab noch keine Nachricht gekriegt, dass wir raus sind. Und los. Ich zeig gerade die DMR auf dem Rücken. Das ist egal. Hoffen wir mal, dass wir jetzt gegen keine großen Feuereffekte kommen. Ja. Egal, ich muss die... Meinst du aber die Koffer, dass wir jetzt irgendwie ein Osprey finden oder so? Das wäre geil. Ja, Digga, weißt du, was wir brauchen? Warten. Bloodbags. Ja, das stimmt. Also ich habe mein Blutlevel ist auf halb. Und, oder nicht ganz halb. Ja, wir können... Aber ich krieg nichts dazu. Wir könnten na wenn du isst, kriegst du was dazu, aber nur mit der Zeit. Na gut, dann sollte ich vielleicht mal wieder was essen. Ich habe schon rotes. Na, meinst du schon mal noch bis zur Base? Ja, ja. Oh, nicht das Schwein, nicht das Schwein. Oh. Dann würde ich theoretisch sagen, dann fahren wir zur Base, laden die Sachen ab, dann isst du was. Und dann können wir uns ja auch auf dem Weg, wenn wir eh Richtung Dingsbums fahren, Richtung Airfield, da kommen ja auch Städte, größere. Da können wir ja auch noch, uns noch mal im Krankenhaus umgucken. Ah, aber ich wollte auch eigentlich keinen Rucksack mitnehmen, damit wir mal ein bisschen den Rucksack uns clearen, weißt du? Ja gut, dann na wenn nicht, dann nimmst du keinen Rucksack mit und ich nehme ihn mit. Gut, okay, können wir auch so machen. Dann haben wir zumindest einen, wenn irgendwas sein sollte, einen bei. Und einen halt nicht. Oh. Klingt der... Oh, ich bin mutig, ich bin mutig, ich bin so mutig, ich... Oh. Voll das Manövern. Ja, klingt gut, machen wir. Aber jetzt probier ich's nochmal. Boah, jetzt müssten wir wieder den Osprey hier finden. Ja. Dein Heli oder so. Achso, womit wir uns auch nochmal beschäftigen können, wenn wir irgendwann unsere Garage gebaut haben. Wir haben noch einen Generator. Ja. Dann können wir, es gibt wohl bestimmte Zombies, die spawnen auch, also bei denen kannst du eine Zapfsäule finden. Die kannst du dann aufbauen und die kannst du mit dem Generator verbinden und da musst du ein bisschen Benzin reinmachen und dann kannst du theoretisch den Benzin rausholen aus dem, der Zapfsäule. Okay. Damit kannst du deine Fahrzeuge betanken. Okay. Wäre doch ein guter Einbau für unsere Garage. Richtig. Ey, was würde man in dem Spiel ohne Fahrrad machen? Richtig abgammeln? Ja. Ich glaube, da hätte ich gar keinen Bock, irgendwie eine Base zu bauen, weil du viel zu lange brauchen würdest. Ja, Mann. Digga, lass mal erstmal hier im Wald liegen. Ich hab Bock mehr zu laufen. 2 Wochen lang Aufnahme, wie du nur immer im gleichen Wald hockst. Könnte man mal probieren, ne? Ob das einen Schaltpfoten kriegt. Sitting here. Next to the beer. Tag 7 im Baum. Tag 8 und Herrn Baum. Immer noch kein Gegner vorbeigekommen. Ich habe niemanden gesehen. Kein Zombie, kein Wenn, Tier, kein Spieler. 24 Stunden Aufnahme pro. Genau. Mit Twitch Livestream. Und das Gute ist, bei der Art von Aufnahme, wenn das funktioniert, du hast nebenbei noch richtig Freizeit. Ja.
Aber da musst du so richtig überzeugend drüber. So, ja, meine Damen und Herren, und wieder schalten wir ein bei Twitch und ich liege immer noch unter dem Baum. Ich ziehe mit meiner DMR auf eine leere Straße, kann kein Gebäude sehen, kein Spieler, keine Figur, nichts. Und ich warte. Genau, und dann gehst du raus, Fußball spielen. Genau. Kommst zwischendurch mal wieder. Achso, der Server Restart gibt's ja auch noch. Ja gut, dann sind aber die Aufnahmen halt kürzer. Oder musst du so ein Skript schreiben, weil das immer automatisch neu startet. Wirst du noch gebannt. Sie haben gescheatet. Nein, ich wollte nur Dauer spielen. Naja. Hörst du ein Auto? Irgendwas höre ich. Da vor uns brummt was. Aber weit weg. Also leiser. Also, wenn man so sagen kann. Hm. Jetzt rechts von uns. Könnte auch ein Heli sein, der weit entfernt ist oder sonst was. Hier liest er alles, aber auch nicht so klein, ne? Ne? Hat übrigens auch ein Krankenhaus, wenn ich das richtig sehe. Ist ein Krankenhaus, Digga. Ja, ja. Da war ich ja schon mal drauf und dran. Ne, 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 ne. Oh, Auto, Auto, Auto. Wo? Rechts von uns, rechts von uns, ihr gehört. Ja, vor uns, der kommt auf uns zu. Wollen wir kurz an der Waldkante abchillen und gucken? Ja, komm mal hier auf den Hügel rauf, da kann man eventuell mehr sehen. Oh. Ja. Einpacken klappt noch auf jeden Fall. Und dann müsste er bald da sein. Er hält immer wieder an. Keine Ahnung, was er macht. Er könnte auch sein, hier ist noch ein Tanker, dass er eine Tanke ist. Da sind wir schon vorbei an der Tanke. Also ich gucke jetzt gerade auf so ein großes Fabrikgelände rauf. Also auf so ein Starry-Fabrikhaus. Gucke ich gerade rauf. Ja, dahinter müsste es sein. Noch weiter weg. Er hört jetzt auch nicht mehr. Doch, er hört stehen. Geh zu Fuß weiter. Ah, ich brauch. Bin jetzt auf Höhe von dieser Fabrik. Ah, jetzt werde ich. Jetzt fährt's wieder. Ach, hier ist eine Base, wa? Digga, hinter dem Baum hier, also an der Straße da an der rechten Seite ist doch diese Base. Da müsste dunkel herkommen. Sein, ja. Ich pack da gerade ein oder so. Jetzt hört's nicht mehr, gar nicht mehr. Pack ich mal mein Fahrrad wieder aus. Ist heute hier Nebel des Krieges an oder was? Keine Ahnung, du. Ich fahre erstmal Richtung Base weiter und guck dann von oben nochmal runter. So, go. Oh, hier könnte man gut was zu essen holen, Digga. Soll ich die Tiere? Ich komm jetzt mal die. Achso. Nee, hier nicht. Lass auf unserer Seite machen, ne? Aber hier stehen sechs Tiere. Drei Tiere. Ja. Ja, die kriegen wir auch von unserer Seite. Du Scheiße, wenn du jetzt hier anfängst und dann kommt das Auto doch an die Fahne oder so. Unsere Seite fliegt mich da irgendwie sicher, muss klar. Das ist halt unsere Seite. Wie weit hast du noch? 240. Ich bin jetzt auf dem Berg oben drauf. Ja, ja, ich noch nicht. Ich bin gerade beim Jeep rum. Ah, ich bin jetzt gleich unten. Ich denke an den Schachel dort. Ja, ja. Hm.
mein Stormtrooper Bike fährt 210. Wo bist du? Neben dir. Machst du auf? Sekunde. Er hat hoffentlich gekillt, ja. Kommen Sie rein, kommen Sie rein! So. Bitte, check me as friendly. Ah ne, dann kann ich wahrscheinlich trotzdem noch Zelte bauen. Das ist jetzt schon wieder so hell hier. Achso, weil ich's... Upp! Also in das Zelt hier passt noch eine Waffe drin, wo ich jetzt gerade bin. War noch ein paar Magazine aus. Ja. Zack. Die 4 Magazine sollten ja reichen, jetzt sind 40 Schuss. Ja, wie viel Schuss habe ich denn? Ich habe 5 Round M24er. Ja, die kannst du aber kombinieren zu dem DMR-Magazin. Ich glaube, 2 Stück sind im einen DMR-Magazin. Okay, probier ich mal. Also erstmal hier. Ja. Ach nee, 4. 4 sind ein DMR-Magazin. Ach, ja, na logisch, von der Anzahl her, ne? So. Okay, jetzt, wo war Medizinzelt? Hier? Das andere Weiße. Hier, hier ist auch Medizin drin. Genau, da meine ich ja. Achso. Morphium. Thanks for the painkillers. So, essen und trinken müsste ich noch und dann kombiniere ich. Kannst mir ja dann mal das Wire Fencing Kit geben und das bauen wir ja dann auch noch auf, nehme ich an, wa? Ja. Hast du noch irgendwas Baumäßiges mitgenommen? Irgendwie Sandsäcke oder so? Camping Tents. Achso, okay. Na, die kannst du erstmal ins Zelt packen. Und welches ist unser Bauzelt hier hinten, ne? Ja, wir haben mehrere, das hier auch. Das ist das Fahrzeugzelt. Das ist leer. Hier ist ein Bauzelt. Wird hier eine Ecke für ein Zelt eigentlich? Müssen wir irgendwie beschriften. Ehret. So, wo ist denn mein Sparzelt? Das war das Weiße hier, wa? Ja. Mach mal kurz Maintain. Digga, da wo du das Geld reingemacht hast. Ja. Hast, da hast du auch eine Headshot, Hunting Knife, ein Keymaker Kit, eine Knarre und ein Rangefinder drin. Echt? Das ist für eine scheiß Unordnung, Alter. Ah, das können wir, irgendwann können wir das nochmal sauber machen. Was heißt denn, Abilities have moved to the area? Hillbillies have moved into the area. The mission. Können wir uns gleich mal angucken. Combine Ammo failed. You need at least 85 capacity to fill max. Okay, ich mach mal kurz meinen Rucksack. So, du musst hier im Inventar haben, damit das... Hab ich. Ich habe ich zu viel im Inventar. Ne, warte mal, so 4 Stück. Ah, okay. Gut, hab 2 Magazine kombiniert. Also diese Hillbilly ist eine Mission, die man aber nicht sehen kann. Ja, da stand doch irgendwas von Have arrived the area oder so ein Scheiß. Have moved into the area, I know. Warte mal, wo haben wir hier noch Money? Hier, wa? Ist auch voll. Digga? Na, hier kannst du Money reinpacken. Nee, ist voll. Dann nimmst du das leere Zelt.
Ja, wir haben zwei Leere. So. Hier ist Morphium, hier ist nochmal Essen. Essen kommt ins Essenzelt. Zack, du kannst ja schon mal die Dinger aus meinem Rucksack nehmen. Achso, du Wire Fencing Kit meinst, oder? Jo. So, wir haben jetzt 6-mal Morphium schon. Ich zock dir mal immer Painkiller, ja? Ja. Gut, ja, musst nur warten. Du musst dann aufschließen und dann können wir raus hier nicht aufbauen. Ja. One moment, I need... ich brauche noch DMR-Magazine 2. Ja, oder so. Ich nehme mal 4 M24-Magazine. Im Set DMR als Waffe oder was? Ja. Denk dran, du wolltest deinen Rucksack hier lassen. Ja. 3 DMR-Magazine müssten reichen, oder? Ja. 60 Schuss. So, muss ich nochmal Rucksack leer machen. Morphin, Painkiller. So, dann mache ich hier vorne gleich nochmal ein Backpack rein. Und Medizinzelt. Schön, wenn man selber nicht mehr weiß, wo was ist. Painkiller. Barbie on us? Nee. Gut, können wir. Gut, dann mach mal auf. Brauchst aber noch nicht abschließen, weil ich will noch das E-Tool und so weiter wegpacken danach. Ja, ja. Wir haben gesagt, weiter um den Heuballen rum erstmal, wa? Ja.